Das sieht aber schick aus. Wer kennt's nicht? Man scrollt so durch Pinterest, sieht einige tolle Projekte und dann fragt man sich immer, wie gehe ich denn das an? Brauche ich eine 3D-Software? Muss ich mir irgendwo einen Plan kaufen? Irgendwie handschriftlich was aufmalen? Was ist, wenn ein paar Gärungen drin vorkommen? Wie macht man das Ganze möglichst einfach? Bleib am Video dran, ich werde dir heute zeigen, wie das sehr, sehr einfach funktioniert. Das Stichwort ist in diesem Fall 1:1-Schablone. Da habe ich einen kleinen Gedankengang, den ich einmal mit dir teilen möchte. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Spanplatte. Kleiner Tipp, die habe ich von einem Schreiner. Der baut sehr, sehr viele Türen ein. Da habe ich für ein kleines Trinkgeld einige von diesen Spanplatten hier bekommen, weil das ist für den im Prinzip Verpackungsmaterial, also Abfall. Deswegen habe ich ihn um diesen Abfall leichter gemacht und daraus können wir jetzt unsere Schablone anfertigen. Also eine 1:1-Schablone. Da kann man sich jetzt vielleicht denken, ist ganz schön primitiv. Kein Schreiner würde das so machen. Das war immer mein Gedanke, aber es ist nicht der Fall so. Das machen sehr, sehr viele Schreiner. Die machen sich auch 1:1-Schablonen, weil es oftmals einfacher ist, eine Seitenansicht hier auf so eine Spanplatte zu zeichnen und dann die restlichen Teile einfach zuzuschneiden, nach dem Maß, was man sich hier vorher gestaltet hat. Ich habe immer gedacht, alle Schreiner benutzen irgendwelche hochkomplexen, teuren Softwaren, um sowas zu planen, aber dem ist nicht der Fall. Viele Schreiner benutzen auch tatsächlich SketchUp, um eine Küche zu planen. Das funktioniert nämlich auch. Das hier brauchen wir auch. Das ist ein Teil von dem Polster, damit wir unsere Maße natürlich gleich haben. Und hier bezüglich Zeichnungsprogramm. Natürlich hört es sich immer schöner an, wenn man sagt, man benutzt Fusion 360, meine Software kostet im Jahr 3000 Euro. Viele Schreiner sagen, glaube ich, auch nicht, wenn sie zum Beispiel SketchUp benutzen, weil das oftmals belächelt wird. Aber wenn man damit klarkommt und man damit auch gute Schnittlisten erzeugen kann, ist das auch eine feine Sache. Denn ich kann damit super Schnittlisten erzeugen. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile, aber oftmals wird SketchUp belächelt. Aber ich denke mir da immer nur, hey, ich habe eine sehr, sehr günstige Software und du musst sehr viel Geld für eine Software benutzen, bei der SketchUp auch auf jeden Fall reichen würde. Aber heute brauchen wir kein SketchUp. Heute brauchen wir nur eine Schablone. Also Leute, ich habe einmal einen 1:1-Aufriss gemacht, habe mir so ein paar Markierungen gemacht und so weiter und so fort. Und da können wir jetzt als erstes mal auch nochmal 1:1 alle Teile aus Holz einmal anfertigen. Da können wir alle Winkel einmal anschneiden, schauen, dass das Ganze gut funktioniert. Und das kommt jetzt als nächstes. Das heißt, jetzt schneiden wir ein Stück von der Spanplatte ab und können daraus einmal unsere Profile zuschneiden. Nichts einfacher als das. Also, das hat jetzt auch wieder ein paar Minuten gedauert, aber ich habe jetzt erstmal die ersten drei Teile von vier. Das vierte Teil werde ich dann später nochmal anpassen, wenn wir es dann in Massivholz haben. Und ich bin wirklich froh, dass ich diese Schablonen jetzt gemacht habe, denn ich habe jetzt wieder eine Sache gelernt. Hört sich super dumm an, aber ich will euch auch daran teilhaben lassen, dass ihr auch aus meinen Fehlern, wie gesagt, lernen könnt. Ihr seht, eine 1:1-Schablone, wenn die jetzt auch minimal abweicht, ist das auch gar nicht mal so schlimm, weil das unten drunter, da möchten wir uns natürlich dran annähern. Aber wenn jetzt hier oben die Leiste so steht oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Solange die späteren Teile gleich sind und einigermaßen hier diese Form annehmen, dann ist das schon nicht verkehrt. Ich habe gerade einmal feststellen müssen, dass meine Kreissäge, beziehungsweise dass generell diese 45-Grad-Gärung, wenn die minimals abweichen, dass das direkt so viel ausmacht. Ich habe hier gerade ein paar Tester gemacht und hier diese Gärung hat teilweise so hier gestanden und das war wirklich nur eine minimale Drehung, dass das Ganze halt eben genau ist. Das heißt, nutzt so ein Teil hier und schaut, dass die zweite Nachkommastelle nicht mehr als 2 von eurer eingestellten Zahl abweicht. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch hier geben kann. Hört sich blöd an, aber auch dann funktionieren hier diese verflixten Winkel. Zweite Nachkommastelle plus minus 2. Mehr sollte da nicht das Ganze variieren. Jetzt kann es ja langsam mal losgehen mit dem Massivholz. Und da haben wir heute auch ein bisschen spezielleren Fall, denn ich habe richtig tolles Holz. Das ist extra ein Gartenholz. Also es ist ein Holz, es ist ein Eukalyptusmaterial. Das ist super geeignet für den Außenbereich. Ich fahre mal einen Stapler hoch. Und zwar sind es diese Bohlen hier. Das müsste Mari oder Kari sein. Sieht jetzt noch nicht so schick aus, weil es leicht verkraut ist. Aber ich habe hier mal ein Stück angeschnitten. Das sieht jetzt schon richtig toll aus. Das Material hier ist auch in dem Fall wieder vom Philipp. Der hat einige australische Hölzer auf Lager. Und heute werden wir halt eben das hier mal verarbeiten.
Das ist heute eine etwas größere Herausforderung, das Material rauszuschneiden, weil ich will da natürlich nicht zu viel Verschnitt haben. Und das hat ein bisschen auf die Ohren bekommen, weil das ein bisschen länger draußen gelegen hat. Aber das soll jetzt kein Problem sein. Ich habe ja mittlerweile schon viele Hölzer hier in der Werkstatt und auch in der alten Werkstatt verarbeitet. Und da freue ich mich mal wieder so richtig drauf, weil das sieht jetzt schon sehr, sehr edel aus. Und es kann nur besser werden, denn es ist ja leicht verkraut. Wenn's verkraut und wenn wir es gleich gehobelt haben, dann kommt erstmal wieder die Farbe zur Geltung. Wunderschön. Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommen die Gärungen, für die wir die ganze Zeit diesen Aufriss gemacht haben, wo wir halt eben diese 1:1 Schablone auch benutzt haben. Ich werde sie jetzt einmal vorne 90 Grad ablenken und dann können wir auch schon anfangen, unsere Schablonen an das Sägeblatt zu legen, dass wir genau die Gärung auch an dieses Teil hier dran schneiden. So Leute, jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir haben nämlich hier eine Verjüngung und normalerweise gibt es dafür eine tolle Vorrichtung, dass man das Ganze sägen kann. Die habe ich jetzt offensichtlich nicht und ich will mir jetzt für dieses eigene Projekt keine Vorrichtung bauen. Das bedeutet, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man das Ganze an einer Formatkreissäge, an einer Tischkreissäge, geht das jetzt in dem Fall nicht, wie man das Ganze umsetzen kann ohne Vorrichtung. Denn wir haben ja unsere Schablone. Ich hole euch ein bisschen näher ran und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Ich fahre jetzt mit meiner Schablone neben das Sägeblatt an die Stelle, wo auch diese Verjüngung ist. Hier lege ich jetzt einmal mein Stück Holz an das Sägeblatt an. Und jetzt übertrage ich mir die Kante von diesem Schnitt auf meinen Längsschlitten und weiß, okay, im Prinzip muss ich mein Teil einfach genau an diesen Riss hier legen und schneide dann genau über diese Bahn hinweg. Das bedeutet, ich nehme jetzt einmal mein zu schneidendes Holz, lege mir das jetzt exakt an diese Position. Das habe ich jetzt gemacht und mit Fritz und Franz kann ich dieses Teil jetzt auch sicher über die Maschine führen. Und ihr seht, so kann man das Stück Holz exakt gleich zuschneiden. Aber ich war ein bisschen blöd, muss ich gerade tatsächlich zugestehen. Ihr seht hier unten drunter, der Rahmen, der ist schon fertig. Und ihr seht dieses Stück. Und ich war so blöd und habe jetzt einfach dieses Stück aus dem rausgeschnitten, was eigentlich hier oben das Stück ist. Und ihr macht, was ich unnötig hier arbeite, indem man nicht aufpasst. Ah, jetzt ist hier auch noch eine leichte Schräge dran, aber das sieht man eh nicht. Philippe, das Schlimme an der ganzen Sache ist, der Ovid, das war das einzige Stück, was so lang war, was ich brauche. So Leute, mit diesem Beispiel konnte ich euch jetzt zeigen oder konnte ich mir auch selber beweisen, dass die Methode so gut ist, weil jetzt habe ich nochmal genau das gleiche Stück zum dritten Mal, was genau die gleiche Schräge hat, damit das Ganze später halt eben aufgeht. Das heißt, die Methode, die ich euch gerade gezeigt habe, die ist gut, die funktioniert. Als nächstes kümmern wir uns mal um die Dübelposition. Das ist relativ simpel. Anzeichnen, bohren, zusammenstecken und dann kommt vorne die letzte Strebe dran. Genau, dann kümmern wir uns jetzt drum. Ich habe mir die Dübelposition markiert und jetzt kann ich die hier anlegen und bohren. So Leute, als nächstes können wir das Ganze einmal probehalber zusammenstecken und dafür kann ich diese Dübel hier nicht benutzen. Warum kann ich es nicht benutzen? Weil die sind zu eng in den Löchern, die brechen alle dann ab, wenn man wieder versucht, die Teile zu lösen. Deswegen habe ich mir schon vor längerem mit meinem Dübelbohrer entsprechende Dübel hergestellt, also Rundstäbe. Und die habe ich danach einfach ein bisschen mehr geschliffen, damit die jetzt hier lose reinpassen und ich das Ganze später auch nochmal auseinander bekomme. Da sollte ein Rabatt drauf sein. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung. Der wird hier aus meiner Werkstatt zu euch nach Hause gesendet. Das heißt, heute bestellt, übermorgen eigentlich schon dann bei euch zu Hause. Da muss man jetzt erstmal so ein bisschen die
über sich behalte. Genau, weil ich will jetzt nicht noch einen Rundstab herstellen. Ich habe nämlich hier noch genügend da drin. Und da seht ihr, ich bekomme jetzt hier mit Einfachkeit raus. Und das wäre halt mit den anderen nicht möglich. Auch hier so ein kleiner Tipp, wenn ihr Markierungen an eurem Holz setzt und ihr wollt das später nicht mehr wegschleifen, könnt ihr natürlich Kreppband benutzen. Oder ihr macht einfach die Markierung an die Stellen, die ihr später eh nicht mehr seht. Das ist zum einen an den Stirnholzseiten bei eurer Verbindung. Und auf der anderen Seite an diesen Stirnseiten hier könnt ihr auch Verbindungen setzen. Oh, das passt echt gut. Das passt super duper. Das ist super. Jetzt setzen wir hinten eine Zwinge. So, als wäre es schon verleimt und dann können wir vorne unsere Position markieren. So könnte man es miteinander fügen, richtig? Richtig. So Leute, das erste Teil zu verleimen war jetzt schon eine mittelschwere Katastrophe. Hoffen wir, dass es beim zweiten besser geht. Ich habe übrigens alle Löcher nicht tief genug gebohrt, also muss ich die ganzen Dübel etwas absägen. So, dann können wir das Teil jetzt mal zusammentackern. Ich bin mal gespannt, wie gut es dieses Mal funktioniert. Da muss man jetzt auch echt flott sein, weil dieser PU-Leim, ach, ich arbeite nicht gern mit, aber ich sag mal, weil es ein Außenprojekt ist, braucht es das einfach. Komm schon, mein Freund. Weil der auch so extrem schäumt, das ist echt nicht schön, die Teile da zusammenzupacken. So. Das funktioniert alles nicht so sauber. Deswegen ist es besser, wenn wir es hier schnell miteinander verpresst bekommen, weil es wird nicht einfacher. Ah, mir eine Spalt, das sieht nicht schön aus. Ah, das sieht ganz schlimm aus, das kann doch nicht sein. Oh nee, jetzt trägt die Scheiße doch wieder auseinander. Mann, Alter, warum tue ich mir auch mal sowas an? Die sind voll ausgeleiert, die Löcher. Warum sind die so ausgeleiert? Manometer, Alter, das ist voll scheiße. Alter, das waren die falschen Dübel. Da war ich ernsthaft Blindgänger-Dübel drin. So, was ein Scheiß. Die haben jetzt genug Zeit zu trocknen und die Teile können wir jetzt durch einen Breitbandschleifer schicken. Da können wir uns gleich einmal um die Feinarbeiten kümmern, dass die Teile zumindest schon mal fertig sind. So Leute, was haben wir bis dato denn geschaffen? Wir haben hier diese schicken Beingestelle hergestellt und darauf können wir jetzt halt eben weiter aufbauen. Thema Schablonen, darum dreht sich hier also heute das komplette Video. Ich habe mir jetzt einmal eine Schablone für die Rückenlehne angestellt oder hergestellt und da ist halt eben das Feine, dass wir halt eben hier auch nochmal eine Verjüngung haben. Die habe ich genauso hergestellt wie die Verjüngungen bei den Schnitten, das habe ich euch ja schon gezeigt. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal hier unsere Seitenteile, die habe ich ganz am Anfang mit zugeschnitten. Ich habe meine Matratze auch einmal aufgelegt, unser Sitzpolster und habe einfach ausgemessen, was wir jetzt an Holz brauchen. Ich werde für das Sitzstück Lamellen aus Bergahorn rausschneiden. Das bedeutet, für uns geht es jetzt an die Pendelsäge wieder ein bisschen Bergahorn zuschneiden. Das wird eine tolle Kombination. Übrigens, eine Sache ist jetzt, da hatte ich mal ein paar Gedanken gemacht. Merkt euch diesen Schritt. Wir werden die Rückenlehne aus einem Stück fertigen. Die wird später mit dem Fußgestell verbunden. Aber das Sitzstück, das wird direkt mit eingebaut. Also merkt euch jetzt mal diesen Schritt. Das wird später noch ein bisschen tricky, wenn wir das Ganze dann zusammenpacken müssen. Denn das sind einige Bohrpositionen, die übereinstimmen müssen. Das wird spannend. Für dieses Stück habe ich übrigens gestern noch frischen Bergahorn aus der Trockenkammer von Philipp abgeholt.
habe die Kanten gerade übrigens mit der handgeführten Oberfräse gefräst und nicht im Frästisch, weil der Fräser noch auf der richtigen Höhe gerade in der Maschine eingespannt war und wir eh nicht mehr so viele Kanten fräsen müssen. Das war der einfache Grund. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was kommt jetzt? Also als erstes werden wir jetzt hier mal die Kanten komplett mit dem Kreppband einkleben. Das hat ein paar Gründe. Wir müssen jetzt hier relativ viele Markierungen setzen, um halt eben gleich unsere Dübelposition festlegen zu können. Danach werden wir das Klebeband aber nicht abmachen. Wieso? Wir werden ja wieder PU-Leim verwenden, das heißt dieser schäumende Leim. Und der würde mir halt eben die Oberfläche ein bisschen versauen. Und da müssen wir sowieso was markieren und deswegen bleibt es einfach großflächig drauf. Da müssen wir zumindest diese Teile später nämlich groß nachbearbeiten. Und ich werde das Ganze auch mit normalen Holzdübeln verbinden, weil Flachdübel auch gehen würden, aber da ist es ein bisschen schwieriger, dann alles in die richtige Position zu klopfen, deswegen normale Dübel. Flachdübel werden wir dann benutzen, um später das Sitzstück sehr wahrscheinlich einzusetzen. Ich habe meinen Plan gerade geändert. Ich werde es doch mit Flachdübeln verbinden. Bezüglich Stabilität werden wir am Schluss dann einfach mal prüfen, ob das so ausreicht. Aber normalerweise müsste das auch stabil sein. Mit Flachdübeln ist es einfach einfacher an der Herstellung und ist nicht so zeitintensiv wie jetzt mit der Langlochbohrmaschine hinten. Deswegen Flachdübel. Als nächstes kommt wieder mein Lieblingskleber, also nicht Lieblingskleber. Und zwar ist es der PU-Kleber. Aber der wird halt eben gebraucht, weil es ein Projekt für draußen ist. Das heißt, weil ich jetzt ein bisschen schneller arbeiten muss, werde ich nicht so auf die Kamera verstellen und einfach das Ganze zusammenpatschen. Ich war gerade so ein bisschen am Überlegen, wie setze ich jetzt die Flachdübelverbindung, damit ich das Ganze später ausrichten kann und es passt. Da habe ich mal gedacht, komm, ich muss mir das Leben ja eigentlich gar nicht so schwer machen. Ich habe jetzt unten das so ausgelegt, wie es dann quasi später oben sein soll. Meine Tiefe passt jetzt und jetzt tue ich einfach bei jedem Brett mittig das Ganze markieren und messe dann einfach von der Vorderkante alle Positionen ab, übertrage die plus 1 cm an die Leisten und dann kann ich im Prinzip alles schon mit der Flachdübelfräse fräsen und dann sollten die Positionen auch eigentlich stimmen. Da müssen wir nur hier die Leiste 1 cm rüberrutschen, damit ich auf 4,73 komme. So, ja, da haben wir noch 1 cm Luft. Und die Maße kann ich jetzt plus 1 cm, verliere heute schon wieder alles, einfach hier markieren. Und dann sollte das auch eigentlich schon stimmen. Sehen wir dann, wenn es nicht passt. 7,4, 19,8 und schon falsch. Das sind nämlich 20,8, 32,2, 43,2, 54,7, 67,3. Mein Plan ist es jetzt, hier diese Leiste zu nehmen, das ist quasi meine Auflage gleich. Hier das Teil habe ich festgespannt, da werde ich es hier gleich als erstes reinpacken und dann lege ich das hier einfach auf. Und der Plan ist dann, dass ich das dann einfach... Ah, nein! Aua! Mein Opa hat mir gesagt, ungeschicktes Fleisch muss weg. Ich habe so richtige Dödelfinger, weil ich mir überall die Finger quetsche. Also der Plan ist es, dass ich das dann hier so später einfach nur noch drauflege und dann haut das irgendwie hin. Das auf den Sack. Unser Stuhl sieht ja bis dato gar nicht mal so verkehrt aus. Hier vorne die Leiste, die würde mir aber ein paar Bedenken bereiten, wenn da nur das Ganze per Flachdübel gehalten wird. Die ganzen anderen Verbinder sollten auf jeden Fall stabil genug sein, gerade in der Kombination mit PU-Leim, der ist hier für den Außenbereich wunderbar geeignet. Aber hier vorne diese Leiste, da ist halt eben immer die größte Belastung, weil man hier am Anfang sich mit seinem kompletten Gewicht draufsetzt. Ich habe hier ein Stück Ovangol, das ist ein australisches Holz, das ist wunderbar für den Außenbereich geeignet. Und da möchte ich mir Rundstäbe herstellen, damit ich halt eben das Ganze mit dem großen Dübel verbinden kann.
so sieht der Rundstab jetzt auch schon aus. Unser Loch ist gebohrt, unser Stab kann jetzt hier eingetrieben werden. Ich werde jetzt hier ein bisschen PU-Kleber nehmen und kann das Ganze dann eintreiben. Jetzt packen wir mal die Lehne dran und bohren die Löcher für die Slotschrauben. Oh, das ist schon Spack, Alter. So, nichts kaputt gegangen. Top. Es geht in den Endspurt. Als nächstes können die Schlossschrauben da rein. So Leute, ihr habt gesehen, ich habe diesen Stuhl ohne irgendwelche Planungssoftware oder bauen können. Das heißt, das soll mal so eine kleine Ermutigung für euch zu Hause sein, dass wenn ihr auch mal sowas bauen wollt, wo auch ein paar verschiedene Winkel drin sind, macht euch eine 1:1 Schablone, funktioniert sehr, sehr gut. Hat doch jetzt in dem Fall hier echt gut funktioniert, auch wenn wir irgendwelche verjüngten Teile haben, wo ein Winkel dran ist, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das soll es für heute gewesen sein. Abonniere gerne den Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen und dem Kanal auch helfen. Und bis zum nächsten Projekt wünsche ich euch einen tollen Tag. Ciao.